Dann darf ich unsere dritte und letzte Sprecherin heute vorstellen. Lisa Schmidhuber ist von der Universität Linz. Sie spricht zu Bürgerpartizipation im digitalen Zeitalter und gibt einen Einblick in Studienergebnisse und Forschungsansätze. Dr. Lisa Schmidhuber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Public und Non-Profit Management Institut. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind zu Public Innovation, speziell Open Government, Open Innovation, Crowd und Citizen Sourcing, sowie zu Trust und Collaboration. Also vielleicht kannst du uns dann ein paar Beispiele sagen, wie man es machen sollte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung und für die Einladung zum Netzpolitischen Abend. Ich freue mich ganz sehr, da sprechen zu dürfen und einmal als Linzerin in Linz Forschungsergebnisse über die Stadt Linz präsentieren zu dürfen. Ganz kurz, über was möchte ich heute sprechen? Ich möchte mal ein bisschen einen anderen Ansatz als einen klassisch politikwissenschaftlichen Ansatz vorstellen, über Bürgerpartizipation nachzudenken, dann eben die Forschungsergebnisse zu digitaler Bürgerpartizipation am Beispiel der Stadt Linz vorstellen und wenn noch Zeit bleibt, über Forschungsmethoden im Wandel ein paar Gedanken sprechen. Also Open Innovation als Ansatz über Bürgerbeteiligung nachzudenken. Open Innovation ist ein neuer Ansatz, um Innovation zu organisieren. Es geht darum, den Innovationsprozess zu öffnen für Externe, das heißt nicht organisationsinterne, sondern Innovation, also externe Akteure teilnehmen zu lassen, Innovation mitzugestalten. Das heißt, die Wissensflüsse zwischen der Organisation und dem externen Umfeld sollen verbessert werden. Am Beispiel von einem Unternehmen sind die Externen jetzt die Kunden, mögliche Nutzer von einem Produkt, genauso wie jene, die Interesse haben an einem Unternehmen. Das Ziel ist, Lösungs- und Bedürfniswissen der externen Akteure in die Organisation zu integrieren, um den Produktentwicklungsprozess beispielsweise zu verbessern. Lösungswissen, das Unternehmen hat Probleme im Produktentwicklungsprozess, die Lösung ist möglicherweise bereits vorhanden, es hat jemand die Lösung auf das Problem und diese Lösung wird dem Unternehmen mitgeteilt. Bedürfniswissen, Was haben die Kunden, die Kundinnen, die Nutzer für Bedürfnisse? Wie soll der Sportschuh aussehen? Kunden und Kundinnen sprechen mit dem Unternehmen und es wird Wissen ausgetauscht. Ein Beispiel von Open Innovation ist die Plattform Innocentive. Die Innocentive-Plattform, eine klassische Crowdsourcing-Plattform, bringt Solver und Seeker zusammen. Das heißt, solche Unternehmen, solche Organisationen, die Probleme haben im Produktentwicklungsprozess und solche, die Interesse haben, der Organisation zu helfen. Hier zum Beispiel ein Problem, da wird ausgeschrieben, ob jemand eine Idee hat, wie man Milchprodukte länger haltbar machen kann. Dann gibt es auch dann ein Preisgeld und jener, die Lösung auf dieses Problem haben, können dann diese Idee posten. Open Innovation in der Forschung wird circa seit 2003 behandelt und vor allem im privatwirtschaftlichen Kontext. Seit circa 2012 gibt es Bestrebungen, diesen Ansatz auch in den öffentlichen Sektor zu übertragen. Man spricht von Social Open Innovation oder eben auch Open Government. Open Government als Forschungsbereich ist die Öffnung der Verwaltung und des Staates gegenüber Bürger und Bürgerinnen, gegenüber der Universitäten, Unternehmen, all Externen, also all jene, die nicht verwaltungsintern sind. Und Open Government wird definiert anhand der drei Säulen: Transparenz, Partizipation und Kollaboration. Transparenz als Grundstein für die Partizipation, der freie Zugang zu öffentlichen Informationen, beispielsweise zu Finanzdaten. Und Open Innovation, zum einen die Partizipation, die
aktive Teilnahme von Externen wie Bürger und Bürgerinnen am Entscheidungsprozess und Kollaboration, die verbesserte Zusammenarbeit, die Integration von Externen in administrative Prozesse, genauso wie politische Entscheidungen. Ja, und wieso kann Open Innovation auch interessant sein für den öffentlichen Sektor? Es ist das Ziel, die Verwaltung, das politisch-administrative System zu modernisieren, die Beziehung zwischen Bürger und Bürgerinnen auf der einen Seite und dem System auf der anderen Seite zu verbessern und Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen befriedigen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, das heißt Transparenz zum Beispiel in Österreich. Es gibt die Plattform offenerhaushalt.at, die vom KDZ, das Zentrum für Verwaltungsforschung aus Wien, initiiert wurde, wo ganz klar, wo jede Gemeinde ihre Finanzdaten freischalten kann. Das heißt, jetzt auf dieser Österreich-Karte, die blau eingezeichneten Gemeinden haben ihre Finanzdaten auf dieser Plattform offengelegt. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf die Stadt Linz klickt, die ihre Daten freigeschalten hat, kann man sich die Finanzdaten ansehen, zum Beispiel den Rechnungsabschluss. Im CSV-File verfügbar, aber genauso sind Visualisierungen von der Plattform gemacht worden. Zum Beispiel hier kann man sich ansehen, wohin fließt das Steuergeld, in welche Bereiche, oder das Budget wurde auch visualisiert als Information für Bürger und Bürgerinnen. Und von der Transparenz, also dem Grundstein von Open Government zu Partizipation und Zusammenarbeit, wie soll diese Partizipation funktionieren? Es arbeiten jene Bürger und Bürgerinnen, die Interesse haben, mit dem politisch-administrativen System zusammenzuarbeiten. Beispielsweise das politisch-administrative System ist die Stadtverwaltung. Integrieren sich in diesen Partizipationsprozess. Die Idee von Open Government ist, dass all jene, die Interesse haben, teilnehmen dürfen. Das heißt, es gibt keine Kriterien der Teilnahme. Was soll im besten Fall rauskommen? Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist bessere Transparenz, bessere Zusammenarbeit, Partizipation, Vertrauen in das politisch-administrative System soll verbessert werden, Legitimation von politischen Entscheidungen, Effizienzsteigerung bzw. Bessere Effektivität. Ja, und wie soll diese Zusammenarbeit funktionieren? Hier spielt die Technologie, moderne Informations- und Kommunikationsmedien eine große Rolle. Nicht nur soziale Medien, weil etwas unstrukturiert, sondern auch Online-Plattformen, beispielsweise Crowdsourcing-Plattformen, wo ein Problem beispielsweise auch von der Stadt Linz ausgeschrieben wird und all jene, die Interesse haben, mitzuhelfen, dieses Problem zu lösen, Ideen posten. Zum Beispiel, wir haben eine Ideenplattform in der Stadt Linz, wo regelmäßig Calls gemacht werden, Open Calls, jeder kann teilnehmen. Ja, und ich würde jetzt ganz gern Forschungsergebnisse vorstellen von der Stadt Linz zu einer digitalen Bürgerpartizipationsplattform. Und Sie werden schon erkennen, um welche Plattform es sich handelt. Infrastrukturmängel. Früher sind wir zum Bürgerinnen-Service gegangen oder haben bei der Verwaltung angerufen, um einen Mangel zu melden. Heute kann man über die Webplattform bzw. die App eine Meldung abgeben. Es handelt sich um Schau auf Linz. Kurz nochmal dargestellt, hier die Meldungen, die abgegeben wurden. Wir bekommen einen Bearbeitungsstatus der Stadt Linz mitgeteilt. Die Meldungen werden kommentiert von der Verwaltung genauso wie von anderen Bürgern und Bürgerinnen. So sieht es aus. Die Meldung kann auch unterstützt werden. Wir haben uns diese Plattform näher angesehen. 2014 wurde eine Befragung unter den registrierten Usern durchgeführt, um mal zu erfahren, wer ist überhaupt auf der Plattform aktiv, aus welchen Gründen. Und hier können wir zum Beispiel ansehen, links die Web-User, rechts die App-User. Wer ist aktiv? Man sieht, dass männliche User eher auf der Web-Plattform aktiver sind als Frauen. Bei der mobilen App sieht man hier keine Geschlechterunterschiede.
Wenn es ums Alter geht, Ältere, also ab 60, sind weniger aktiv als Jüngere, all jene unter 60, also Jüngere und mittleren Alters, genauso wie auf der App. Und Bildungsunterschiede haben wir hier keine festgestellt. Also diese Daten basieren auf einer Umfrage. Wir wissen natürlich alle die Limitationen von Umfragen. Wir haben da eine Zweifach-Limitation. Zum einen, wer macht überhaupt mit bei der Schaufelins-Plattform? Und zum anderen, wer macht bei der Umfrage mit? Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Weitere Ergebnisse. Wir wollten wissen, in welcher Form wird mitgemacht. Ich habe da eine Grafik auf die Folie präsentiert. Hier geht es um darum, wie viele Meldungen abgegeben wurden pro User. Das heißt, 8000 Meldungen wurden von einem abgegeben. 8000 User haben eine Meldung abgegeben. Circa 3000 User haben eine zweite Meldung abgegeben und so weiter. Das heißt, sehr wenige User haben sehr viele Meldungen abgegeben und umgekehrt. Wo wurden diese Meldungen gepostet? Die roten Flächen, die Innenstadt. Hier wurden die meisten Meldungen gepostet. Je weiter es rausgeht in der Stadt, desto weniger. Welche Kategorien? Verkehr spielt eine große Rolle, also ca. 36% der Meldungen. Hier geht es um Verkehr, um Infrastrukturmängel im Verkehrsbereich. Zweite große Kategorie ist Verschmutzung und Müllablagerungen. Und wie sieht es aus mit dem Status der Meldungen? Ca. 55% der abgegebenen Meldungen werden erledigt. Grüner Status. Ca. 44% können nicht erledigt werden. Die anderen Prozent in diesem Datensatz sind noch in Bearbeitung. Insgesamt haben wir 23.000 Meldungen analysiert. Hier die Anzahl der Meldungen im Zeitverlauf finde ich auch ganz spannend. Die Plattform gibt es seit 2013. Das ist erstmal ein Peak, wie die Plattform entstanden ist. Aber hier jetzt bis Jänner 2019 einigermaßen kontinuierliche Abgabe der Meldungen. Saisonell gibt es immer wieder mal Peaks, aber durchschnittlich 10 Meldungen pro Tag, zwischen 3.500 bis 4.000 Meldungen pro Jahr. Uns hat dann interessiert, aus welchem Grund werden Anliegen nicht umgesetzt. Also es sind ja ca. 50% werden erfolgreich, erledigt 50% nicht. Wie haben wir das erfahren? Wir haben uns die Meldungen angesehen und es wird dann kommentiert von der Stadtverwaltung ganz transparent, wieso wird ein Problem, kann nicht gelöst werden, wieso kann ein Anliegen nicht umgesetzt werden. Unterschiedliche Kategorien gebildet. Aus welchem Grund wird ein Anliegen nicht umgesetzt? Das ist zum einen, die Stadtverwaltung ist gar nicht zuständig für dieses Problem. Die größte Kategorie, 26% circa, sind Meldungen, für die die Stadt auch nicht zuständig ist, aber sie haben das Anliegen an die zuständige Organisation weitergeleitet, zum Beispiel auch die Stadt Leonding. Weiters nur 2% eher unbedeutender, fehlen einfach weitere Informationen von User-Seite, somit kann die Stadt das Problem nicht erledigen. Ca. 8%, hier wird keine Notwendigkeit gesehen, das heißt, es wird abgelehnt, weil hier man der Meinung ist, dass kein Handlungsbedarf besteht. 12%, hier handelt es sich um Ressourcenknappheit, das Problem kann derzeit nicht beseitigt werden aufgrund von finanziellen Möglichkeiten oder Priorisierung von Problemen. Ca. 25% der Meldungen können nicht erledigt werden aufgrund von rechtlichen Gründen. Das heißt, es gibt einfach dann Gesetze und Regelungen, die eingehalten werden müssen und somit kann man dem Wunsch nicht nachkommen. Circa 3% der Anliegen werden vertagt, das heißt später, zu einem späteren Zeitpunkt erneut behandelt. Circa 4% nennen keinen expliziten Grund und 3% das sind speziell bei Veranstaltungen, zum Beispiel auf Rana-Markt. Uns hat dann weiter interessiert, wirkt sich diese
Nicht-Umsetzung bzw. Umsetzung der ersten Meldung, die abgegeben wurde, immerhin 8000 User auf die Bereitschaft aus, eine weitere Meldung zu schreiben. Weil man sieht dann einen Drop von 8000 auf 3000 und wir wollen uns diese Differenz erklären. Was passiert da? Wieso wird keine zweite Meldung geschrieben? Wir waren daran interessiert, ob möglicherweise diese Nicht-Umsetzung der ersten Meldung eine Rolle gespielt hat. Und ja, die Antwort der Verwaltung auf das Bürgeranliegen wirkt sich auf die zukünftige Teilnahmebereitschaft aus. Und zwar Bürger und Bürgerinnen, deren Anliegen nicht umgesetzt wurde, schreiben weniger häufig eine weitere Meldung. Und das Feedback der Verwaltung spielt eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel, wenn die Verwaltung die Meldung mehr als einmal kommentiert hat, ist die Bürgerin eher bereit, eine zweite Meldung zu schreiben. Anscheinend spielt diese Interaktion mit ein. Und es wollten wir im weiteren Schritt wissen, wirkt sich der Grund für die Nicht-Umsetzung der ersten Meldung auf die Bereitschaft, eine weitere Meldung zu schreiben, aus. Und auch hier, ja, der Grund ist entscheidend für die weitere Teilnahmebereitschaft. Und wenn wir uns das jetzt genauer ansehen, sieht das so aus, wenn der Grund ist, wieso die Meldung nicht umgesetzt wurde, dass die Stadt nicht zuständig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, erneut teilzunehmen, geringer. Wieso? Möglicherweise denkt der Bürger, die Bürgerin, die Plattform bietet mir hier jetzt nicht, nutzt mir in dieser Hinsicht nicht, wenn meine Probleme hier nicht beantwortet werden können, weil die Stadtverwaltung hier einfach gar keinen Handlungsspielraum hat. Weiters signifikantes Ergebnis bei der Ressourcenknappheit, das heißt, wenn die Meldung abgelehnt wurde, weil zu wenig finanzielle Ressourcen bzw. Prioritätensetzung, ist auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, erneut teilzunehmen. Und wenn die Stadtverwaltung nicht zuständig ist, aber die Meldung weitergeleitet wurde, gibt es keinen negativen Effekt. Das heißt, möglicherweise fühlen sich die Bürger und Bürgerinnen servisiert und wollen die Plattform auch weiter nutzen. Unsere Key Takeaways: die Plattform wird sehr gut angenommen. Ich spreche ja auch im Städtevergleich, also wir haben uns schon unterschiedlichste solche Fix-My-Street-Plattformen angesehen und auch, wenn wir jetzt Bevölkerungsanzahl und so weiter mit berücksichtigen, ist Schau auf Linz ein Vorzeigebeispiel, auch international gesehen, wird immer wieder auf Konferenzen vorgestellt und wir haben da schon sehr, sehr viel positives Feedback erhalten. Wie sieht es aus mit der Teilnahme, die erste Erfahrung mit der Plattform scheint sehr zentral zu sein, laut unseren Ergebnissen. Und der Grund für eine Ablehnung der Meldung spielt eine entscheidende Rolle. Wir haben jetzt mal vorsichtig formuliert, wenn ein Problem außerhalb des Handlungsspielraums der Verwaltung liegt, ist die Weiterleitung des Problems einfach wichtig für den Bürger, für die Bürgerin, um eine erneute Teilnahme Bereitschaft des Bürgers abzusichern. Wenn das Problem innerhalb des Handlungsspielraums der Verwaltung liegt, zum Beispiel eben die Ressourcenknappheit, sehen wir hier einen negativen Effekt auf die weitere Teilnahme. Was können wir machen, um diesen negativen Effekt abzuschwächen? Mehr über Zuständigkeiten der Stadtverwaltung informieren. Also einfach sehr oft, 36% wissen die Bürger, die Bürgerinnen gar nicht, für was die Stadtverwaltung überhaupt zuständig ist und posten da Probleme, die die Stadt einfach gar nicht lösen kann. Ressourcenknappheit und die Prioritätensetzung, da kann man möglicherweise Informationen geben über die Ausgaben und wohin, wo die Prioritäten liegen. Was sind so aktuelle Themen und offene Fragen für uns im Forschungsbereich, möglicherweise auch für die Diskussionsrunde? Wir sehen, Männer sind aktiver, Jüngere sind aktiver. Was können wir da machen, um diesen Digital Divide zu verringern? Ist es überhaupt Ziel der digitalen Bürgerbeteiligung? Das sind immer wieder offene Forschungsfragen. Wirkung von digitaler Bürgerbeteiligung, ist es effizienter, ist Closed Government, Schau auf Linz Plattform, was bringt die der Stadt Linz oder sollen wir diese Frage überhaupt nicht stellen, ist nicht Partizipation generell wichtiger vor Effizienz, vor Effektivität.
und Partizipation im Gesamten betrachten. Das Ziel, eingangs gesagt, von Open Government, von Bürgerbeteiligung ist ja auch, den Bürger, die Bürgerin näher in das politisch-administrative System zu bringen, Vertrauen in politische Institutionen zu stärken. Haben wir das geschafft? Was ist notwendig? Und wie können wir das auch erforschen? Gut, ich glaube, ich bin mit der Zeit schon am Ende. Das heißt, ich muss das jetzt überspringen. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf die Fragen. Vielen lieben Dank. Gibt es eine Frage? Ja, klar, beim Digital Divide würde ich gerne einhaken. Und zwar sieht man da auch einen Unterschied oder ist es gleichbleibend über die Zahl der, der partizipativen Vorgänge? Also ist zum Beispiel bei der ersten Meldung, ist das Geschlechterverhältnis oder das Altersverhältnis noch gleichmäßiger als bei der zweiten und der dritten Meldung? Also es ist so, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, die ersten Ergebnisse zu Wer nimmt teil an der Plattform basieren auf Ergebnisse von einer Umfrage, die 2014 durchgeführt wurde. Die weiteren Ergebnisse, so in welcher Form wird teilgenommen und die Anzahl der Meldungen und so weiter, diese Ergebnisse basieren auf Plattformdaten. Bei den Plattformdaten, die sind anonymisiert, ich weiß nicht, ob das Männer oder Frauen sind. Das heißt, diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Wir haben da keine Daten darüber, ob es Männer, Frauen, welches Alter und so weiter sind. Du hast gesagt, es gibt dieses Projekt wird oft als Vorzeigeprojekt als Beispiel gebracht. Gibt es da Austausch mit anderen Städten? Tauscht ihr da auch Source Codes aus mit anderen Städten? Gibt es da eine Zusammenarbeit? Ist das alles Open Source oder ist das alles von euch geheim programmiert und wird nie offengelegt? Also ich und auch wir an der Uni haben das nicht programmiert, das hat die Stadt natürlich gemacht und IKT Linz. Wir beforschen die Plattform und haben da eine Zusammenarbeit, um einfach ja, die Plattform zu erfahren. Wir stellen die Forschungsergebnisse immer wieder auf internationalen Konferenzen vor und wir werden immer wieder gefragt, wie damit umgegangen wird, wer das programmiert hat, ob der Source Code weitergegeben wird. Und ich weiß, dass schon auf Linz, also der Quellcode weitergegeben wird an andere Städte und auch in Österreich als Vorzeigebeispiel behandelt wird. Ja, erstmal sehr interessante Forschung, muss ich sagen. Ich bin selber recht viel aktiv auf Schauflinz, ja, männlich, jung, ich glaube, ich fahre in die Zielgruppe rein. Und ich muss sagen, es ist halt schon so, zu einfachere Sachen kriegt man meistens schnell Antwort, also weiß nicht, so, wenn irgendwo Äste reinhängen oder so irgendwelche Sachen. Es gibt dann halt auch die anderen Sachen, wie es wird oft über Verkehrssituationen diskutiert und so weiter, wo ich es irgendwie schade finde, dass als Bürger fehlt einem da das Wissen, welche Regelungen, welche rechtlichen Sachen und so weiter gibt es, was gibt es da zu beachten. Ich würde da gern auch ein bisschen mehr wissen, ich würde gern mehr Daten haben, damit ich dann der Stadt im Prinzip direkt eine Lösung vorschlagen kann. Hey, ich habe mir das überlegt, so könnte man es machen, das wäre aus meiner Sicht sinnvoll, aber meistens kriegt man eben nur eine Antwort und die sind halt auch relativ ausgelastet mit dem Beantworten. Aber die Frage jetzt, glaubst du, es würde Sinn machen, dem Bürger da mehr Informationen zu geben, sodass der Bürger schon, kann man das dem Bürger zutrauen oder ist sagen wir mal, der Bürger da nicht imstande dazu, mit der Information umzugehen? Herzlichen Dank für das Feedback und du bestätigst also unsere Vermutungen, das ist ganz wunderbar. Ich bin der Meinung, dass man Informationen liefern kann und dass man den Bürgern und der Bürgerin zutrauen kann, das zu verstehen. Es geht natürlich darum, wie man die Informationen präsentiert. Das sehen wir zum Beispiel auch bei dieser offenen Haushaltsseite. Es werden zum Beispiel die CSV-Files zur Verfügung gestellt, aber weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder jetzt ein Budget lesen kann oder einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, werden diese auch visualisiert, einfach Informationen verständlicher aufzubereiten. Das heißt, es geht auch um, wie Information bereitgestellt wird und um die Visualisierung. Aber
ich denke schon, dass man da mal versuchen kann, ja, die Informationen zu geben. Hallo, danke auch für deinen Vortrag. Ich finde es sehr spannend. Ein kleines Detail hat mich angesprochen, und zwar, ich bin immer auf der Suche nach Open Data Plattformen und bin da recht neu in meiner Suche und suche, um mit Schülern in Gemeinden zu arbeiten zu können, eben offene Plattformen mit Gemeindedaten, einfach um die Leute in ihrer Lebensrealität ein bisschen abzuholen. Und da habe ich jetzt das offene Haushalt habe ich nicht gekannt. Hast du vielleicht noch mehr Tipps in die Richtung, die du da geben könntest oder sonst jemand aus dem Publikum? Also es gibt von der Bundesseite jetzt eine Plattform, opendata.gv.at, da gibt es eine Übersicht über welche Daten offen sind, unterschiedlichste Bereiche, also okay, von Radwegen über Luftverschmutzung und so weiter. Und auch je nachdem, was die Gemeinden offengelegt haben, also das ist nur die, der Überblick. Ja. Und vielleicht darf ich kurz Werbung machen. Wir haben nämlich in 3 Wochen einen Jugendhackathon, wo wir speziell für Jugendliche nochmal Umweltdaten zusammengetragen haben. Wir sind zu finden unter jugendhackt.org/umweltdaten. Ja, mir ist jetzt gerade bei dem Vortrag so in den Sinn gekommen, es gibt seit nicht allzu langer Zeit für die Stadt Linz auch einen Chatbot, Frag Elli. Ich habe das mal kurz ausprobiert, sehr viel beantwortet die Elli mir leider noch nicht, wenn es mit dem Wiener Chatbot vergleicht. Aber ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht eine Überlegung, genau diese Aufgabenstellungen, die Menschen in Schau auf Linz eingeben, nachdem wir da schon ein trainiertes System haben, das auf Schlüsselwörter offensichtlich reagiert, dort verbinden könnte und die Leute dann auf den richtigen Weg bringt, sodass sie vielleicht ihr Anliegen gleich an die richtige Stelle adressieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie interessant wäre. Sehr guter Input. Wir haben uns die Meldungen ja im Detail angeschaut, um den Grund rauszufinden, wieso zum Beispiel Meldungen abgelehnt werden. Und wir sind schon... Also wir hätten jetzt diese Kategorisierung nicht automatisieren können. Das heißt, es ist schon sehr, sind schon sehr individuelle Anfragen. Das heißt, man müsste auf Schlagwörter irgendwie da dieses Programm trainieren. Müsste man daran arbeiten, ja. Also der Stadt weitergeben. Ich kenne das eben typischerweise im Netz bei Support-Plattformen, wo grundsätzlich immer bei der Fragestellung, wenn ich sage, irgendwas funktioniert nicht, gleich unten drunter dran Standardantworten kommen und die ja beim guten System auch wirklich sehr gut treffend sind. Aber es hängt natürlich von der Qualität, von dem dahinterliegenden Material ab. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Es gibt im Gesundheitsbereich ein Beispiel, das heißt Open Innovation in Science, wo es darum geht, dass man Betroffene direkt einbindet, um die Fragestellung an sich zu erarbeiten. Also zum Beispiel Angehörige von Depressionen fragt, was sind denn eigentlich wirklich eure Anliegen, zu was können wir euch helfen, zu was können wir forschen? Inwieweit macht das für dich Sinn, dass man Bürgerinnen nicht nur eine Plattform gibt, sondern dass man sie wirklich in diese Fragestellung, in diese Erarbeitung überhaupt partizipieren lässt? Was soll denn an Angebot da sein? Wo gibt es denn Gesprächsstoff? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche Beispiele international? Also es macht auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach, natürlich persönlich. Es wird ja auch, es sind dann sehr, sehr offene Fragestellungen, zum Beispiel, was ist euch in der Stadt auch wichtig? Es gibt ja diese Ideenplattform, da werden von konkreten Fragen, wie soll das Uferanermarkt-Gelände jetzt genutzt werden oder das Hafenviertel aussehen, bis über, ja, was fällt euch zu Freiräumen in der Stadt ein? Also man kann ja da eine Bandbreite an Fragen stellen. Und welche Fragen, welche Bereiche sind euch in Zukunft wichtig, bis zum Klimaschutz? Was kann die Stadt Linz tun, um in diesem Bereich? Es gibt
diese Crowdsourcing-Plattformen initiiert und geleitet von der öffentlichen Hand und vorwiegend von der Stadtverwaltung im internationalen Bereich da sehr viele Beispiele und gerade auch so, welche Themen der Bevölkerung wichtig sind und in der Zukunft zu behandeln sind, auf jeden Fall. Also es läuft immer auf das hinaus, dass Ideen von Bürger und Bürgerinnen auf die Plattform gestellt werden, die dann auch transparent von anderen mit anderen diskutiert werden können und geliked, disliked bis zu einem Auswahlprozess, wo Ideen priorisiert werden können. Ja. Genau. Ein konkretes Beispiel, jetzt habe ich nicht, was mir konkret zu diesen Zukunftsthemen einfällt, aber wir haben da auch mal sehr viele Plattformen, so Vorzeigebeispiele sind zusammengetragen und in einem Buchkapitel, somit das ich gerne schicken kann. Also es gibt da schon sehr viele Vorzeigebeispiele, was so Städte machen können. Und handelt es sich dann um Ideensammlungen oder geht es da darum, dass man einen Prozess gestaltet, damit dann am Schluss wirklich gewisse Ideen umgesetzt werden? Unterschiedlichste Weise. Es können Ideenplattformen sein, es kann aber auch eine Agenda sein, zum Beispiel die digitale Agenda Wien. Das ist zum Beispiel auch ein Open Innovation Prozess, basiert ja auch auf der Idee von Open Innovation. Das heißt, es sind ja diese Infrastrukturmarker, Fix My Street ist ja nur ein Beispiel. Es können Ideenwettbewerbe sein, es können gemeinsame Erarbeitungen von Agenten sein, von Zukunftsplänen. Diese Partizipationsprozesse sind halt meistens in unterschiedliche Stufen strukturiert, von einer generellen Sammlung von Ideen bis zu einer Strukturierung und Priorisierung. Genau. Sehr breit. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann will ich mich ganz herzlich nochmal bedanken. Dankeschön.